So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also in der neuen Folge GTA 5. So, wir versuchen den Casino-Raubüberfall. Ich habe zwar so eine Maske auf, aber ich weiß nicht, ob das die Maske ist. Jetzt gehen wir in das Büro. Und schauen mal, dass wir da weiterkommen. So. Ich habe keine andere Maske. Die hat gesagt, ich soll eine Maske aufsetzen, ich soll G drücken. Das habe ich gemacht. Dann kriege ich die Maske. Sie denn auch gasdicht, die Maske? Well, this is as far as those disguises will get you. Make sure you're not seen and get to the man trap. Stupid hipster barbecue in this city sucks ass. Dang, I miss home. Out of here. Oh,
Mann, lauf doch. So, jetzt sind wir dann unten drin. Ich hoffe, dass meine Maske gasdicht ist. Beiden bauen jetzt den Tresor auf. Eine schöne goldene dicke Tresortür. So, mal gucken, Tobi ist glaube ich schon etwas weiter. Gucken wir mal, nicht, dass der Bohrer zu heiß wird. Jetzt übernimmt Pumluk das Bohren. So, jetzt der spannende Augenblick. So, Geld einsammeln, Freunde. So, ach, diese Fingerabdrückdings da, da habe ich aber gar keinen Bock drauf, Leute. Was muss ich denn da machen? Ich krieg diese Fingerabdruck-Dings nicht auf. Doch das da? Wie brauche ich denn von dem Zeug? Das? Nee, das ist nicht drin. Um vier Bestandteile des Fingerabdrucks zu kriegen. 30 Seconds. So, den habe ich. Den habe ich. Das muss ich haben. Und das? Nee. Das auch nicht. Das ist aber doch auch nicht. Das hier müsste es noch sein, die Außenkante. Aber eins muss weg. Das.
komm, wenn ich jetzt hier aus dem Ding rausgehe, würde ich ja kommen. Ich drück die Escape-Taste, ich komme aber nicht raus. Ich kann die Escape-Taste drücken, wie ich will. Ich komme nicht raus. Heck abbrechen, halte die Escape-Taste. Ja, mache ich. Komisch. Ich halte die ganze Zeit die Escape-Taste. Ja, lauf doch. Okay, ich bin hin. Naja, 800.000 ist ja auch schon mal was. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Ding nicht aufgemacht gekriegt habe. Aber ich tauge nichts zum Einbrechen, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Home stretch. I feel so alive. I even think my eczema is clearing up. Dass wir jetzt hier rauskommen. So. Side exits by now. Stay alert for noose. So. Aber das Schloss hakt ein bisschen. Machen es ein bisschen spannender, damit wir da
Ja! So, einer von euch beiden müsste jetzt aber die Tür aufmachen, Freunde. Das ist auch wieder dieser Fingerabdruck-Dings da. Und geh doch rein. Jetzt sind wir schon mal draußen. Aber schauen wir mal weiter. Wie weit wir überhaupt kommen. Oh oh. Jetzt geht's aber schwer zur Sache. Wo müssen wir denn hin? Wohin? Fehlgeschlagen. Ach ja. Versuchen wir es nochmal. So. Das Geld haben wir ja. Wir müssen jetzt nur noch rauskommen. So. Also so einfach ist das gar nicht, wie das immer alles aussieht. Warten einen kleinen Moment
Und dann geht's direkt weiter. Ja, wenn man die Maske nicht falsche Maske nicht gehabt hätte, hätten wir es ja eigentlich fast geschafft. Das Auto steht da hinten irgendwo. Können wir die Knarre nicht aufheben? Wo sind denn die Fluchtautos? Jetzt hier, ne, in die falsche Richtung, hier muss ich hin. Lauf, 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 lauf. Lauf. Nee, Fahrt. Ich sag ja, Leute, wenn er mit Tim Drache fahrt. Ich weiß auch nicht, wie man bei so einem Raub die Autos so weit parken kann. So, wir machen dann hier erstmal Schluss.
Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Oder? Lassen wir es laufen. Ah, wir lassen es einfach laufen. Gibt halt eine etwas längere Folge. Gelohnt hat sich darauf ja nicht. Ich weiß gar nicht, wo Tim Drache ist. So fährt dann im Pummelhof. So. Oh, alle 4 Sterne. Ne, 5. 5 sind am Leuchten. Dann haben wir wirklich was Schlimmes gemacht. Oh je. Bin nur mal gespannt, ob Tim Drache hinterher kommt. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Aber ich kann vielleicht auf der Karte. Ah, der ist ein Stück hinter uns, okay. Die vermuten sie uns ja bestimmt nicht. Die Sterne sind auch weg. Auszeichnung, Liebling der Polizei. Ja, das halte ich doch mal jetzt für eine gute Aktion. Wir schießen auf die Polizei und sind auch noch Liebling der Polizei. Also toll. So, ich nehme an, dass jetzt nur noch da die Geldübergabe ist und dass wir es dann geschafft haben. Wie gesagt, es ist ein Spiel, nimmt nicht alles so ernst. Macht die Fahrweise von Pummelhof und dem Drache nicht nach. Dann müsste doch alles schon klappen. So, sind immer noch 4 Kilometer. So, wir machen hier Pause. Also ich mache jetzt hier einen Schnitt und kurz vor der Ankunft sind wir dann wieder zusammen. So, bis gleich. So. So, da sind wir wieder. Wir sind auf der Uferstraße. Pummelhof nimmt natürlich eine Abkürzung. Und wir liefern jetzt die Sachen, die wir da geklaut haben, bei unseren Kunden ab. Wenn wir nicht vorher noch einen Stein erwischen oder im Wasser landen. So, ich hoffe, dieser Schnitt hat euch nicht so sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, deswegen stotter ich. Weil so schlecht habe ich ja noch nie gespielt, dass ich so oft gestorben bin. Irgendwas hakt hier. Aber das ist nicht schlimm. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mal gucken, was unsere Verkäufer jetzt sagen. So, warte, bis der Rest des Teams da ist. Jetzt warten wir auf Tim Drache. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis er kommt. Auch er ist aber auch schon auf der Uferstraße. Er ist schon bei dem Militärbase vorbei und ist ungefähr noch 1 Kilometer von uns weg. Aber da muss ich nochmal mit den Jungs sprechen. Also wie kann man den Fluchtwagen so weit entfernt dahinstellen? So, gehen wir hier raus. Tim Drache müsste da ja gleich um die Ecke kommen. Naja, 650.000 ist ja auch noch ein Batzen, ne? So, da müsste er jetzt gleich, erscheinen. Und zwar jetzt, im Moment ist er da. So, da ist er. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er uns nicht gerammt hätte. Also wir tauschen Geld gegen Geld. Das ist, soll einer verstehen. Naja, wir haben den, ja, dann bestand den Raubüberfall, mögliche Beute.
ja, tatsächliche Beute. 67.000, naja, ist besser als gar nichts. Ne? So, da gibt es noch ein paar Punkte dazu. So, wir wechseln auch noch die, den Rang ein bisschen. So, da stehen unsere Kunden noch. Und mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden und mich bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, so wie wir. Macht's gut. Auch Dank an Pummelhof und Tim Drache. Wie gesagt, noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis bald, euer Donny.